Hey und willkommen zu einer kleinen Runde Plants vs. Zombies. Bewerte den Part und viel Spaß. Dann mache ich erstmal ein bisschen Kohle. Aber ich kann wirklich schon mal den Cooldown benutzen und irgendwo was hinplatzieren. Weil selbst wenn jetzt einer von rechts kommt, müsste das noch reichen. Er braucht 3 Felder, wurde mir mal gesagt. Ja komm, doch, das geht. Alter, ist das knapp. Aber perfekt predicted. Richtig gut. Da. Jetzt geht er drauf. Platzt. Und ich hab's geschafft. Duplinator Nummer 1. Da, wo der nächste auftaucht, so ein Eisvieh. Dann von mir aus der nächste hierhin. Und ein Eistyp wieder hoch. Das funktioniert viel besser als eben. Aber was jetzt? Also klar, ich werde jetzt jedes Mal gucken, dass ich den Cooldown hochhalte. Also immer, wenn möglich, eine... Oh nein, das war ein Delfin und kein Hai. Eine Doppelsonnenblume baue. Ja, genau. LOL. What? Das muss ich mir merken. Alter, als ob. Bitte töte ihn, bitte. Töte nicht meinen... Nein. Bitte, bitte. Alter, das ist nicht wahr. Komm, 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 komm. Das wusste ich nicht. Man hätte es sich denken können. Jetzt isst er das. Ja gut, dann zerstör beide Linien. Ist okay. Mach ruhig. Obwohl... Oh komm. Vielleicht schaffe ich es jetzt. Ja, perfekt. Cool. Und da kommt der nächste. Da muss ich jetzt instant da was hinsetzen, damit er drüber springt und langsam wird. Das ist einfach genau wie der doofe Stabspringer. Ultra ätzend. Und wieder einer. Aber egal. Wenn die drüber hüpfen und das nicht zerstören, dann geht's ja. Und dann packe ich... Moment... Ein Seerosenblatt dahin und ein Feuerding. Also ich kann mir vorstellen, dass das doppelt so viel Damage macht. Eine riesige Welle taucht auf, was? Oh Gott, ja, alles klar. Warum auch nicht? Ein größerer Stein? Ist einfach nur teurer und besser? Massive Mauer, die nicht übersprungen werden kann. Ach so. Die aber doch auch höchstwahrscheinlich stärker. Oder nicht? Ich werde jetzt einen Test starten. Und zwar seht ihr jetzt höchstwahrscheinlich 2 Perspektiven. Und in derselben Sekunde wird dasselbe Zombie auf den jeweiligen Stein schlagen. Und dann gucken wir einfach mal, was passiert. Für mich ist jetzt ein weiterer Tag umgegangen. Heißt also auch, die andere Folge ist mittlerweile online. Und ich habe ein paar Tipps gelesen. Zum Beispiel die Sache, dass es sich lohnt, erst einen Stein zu setzen und dahinter dann ein Stachelkraut. Aber das war ja klar. Und eine Sache, die ich gar nicht beobachtet hatte. Und zwar, dass durch das Zunderholz die Eisteile ausgemacht werden. Wodurch die Gegner nicht mehr eingefroren wurden. Ich würde es jetzt auch gerne mitnehmen und nochmal ein bisschen anders platzieren, aber ich habe einfach keinen Platz. Ich kann mir das nicht leisten. Ich probiere es jetzt hier in der Konstellation. So. Für die Leute, die das Spiel noch nicht kennen. Hier kommt eine Blume hin. Und dann, sobald ihr ein bisschen Geld habt, kommt da noch eine Blume hin. Okay, da kommt auch schon. Dann mache ich da eine Mine und eine Blume hin. Nein! Oh nein! Oh Gott, wie ist das denn passiert? Oh, da ist der Neue. So, und jetzt ganz, ganz schnell. Warte. Mine, ja, das schaffe ich. Also kann ich da eine große Blume machen. Bisschen mehr Geld oder ich mache einfach den da. Soll ich? Nee, ich spare. Ich schaffe das auch so. Zack, da eine neue Mine rein. Angriff, los! Spuck ihn an! Dann da noch einen hin. Eine Fetti-Fett-Fett-Blume. Oh, ein Springer. Warte, warte. Ich brauche irgendwas. Eine Mine. Ja, er springt drüber. Jetzt schaffe ich das. Oh, oh. Ja, cool. Haben wir das auch hingekriegt. Da oben sind schon 2 neue. Das könnte ein Problem werden. Aber ich glaube, ich bin so crazy drauf, dass das funktioniert. Oh nein, warte. Noch eine Eispflanze, bitte. Warte, hier mal ganz kurz eine Mine hin, damit er drüber springt. Und jetzt, ganz dringend, irgendwas dahin. Warte, machen wir... Jetzt habe ich nicht genug Geld. Da, Eis.
extra für dich. Und jetzt wird's bitter, denn die erste große Welle kommt und ich habe das Gefühl, als wenn hier noch gar nichts stehen würde. Der da unten wird jetzt weggesprengt, alles gut. Dann hier vielleicht eine doppelte hin und mal anfangen, hier irgendwie, ich mach's dahin, einen Stein zu platzieren. Und einige fragen sich jetzt wahrscheinlich, warum ich den Stein so mittig gesetzt habe. Der einzige Grund dafür ist, dass ich Angst habe, dass die hier irgendwie, keine Ahnung, hier zwischen auftauchen. Und er schafft es nicht. Ah, ist das cool. Ach Mann, ich hab's hinbekommen. Dann noch ein Eistüten da rein. Eine Doppelblume. 400 Sonnenenergie. Oh ja. Hä? LOL? What? Aber das müsste ich doch schaffen. Alter, das kann nicht wahr sein. Oh oh. Mach es doch kaputt. Ja, genau. LOL. Das meintet ihr. Er ist geplatzt. Was? Ich bin down. Ich schaff das nicht. Alter, das kann doch nicht wahr sein. Warte, hier schnell MG, MG, MG. Böller ihn weg, bitte. Ja, der Erste, der Erste. Er wollte gerade anfangen zu essen. LOL. Also das ist wirklich gefährlich. Da kommt der Nächste, das ist nicht wahr. Nein! Es geht nicht. Da muss es dahin. Ja, da sollte man sich was einfallen lassen. Ich kann mein Geld einfach nicht ausgeben. Und verlieren kann ich auch nicht mehr. Das war ultra einfach. Also bis auf die eine Stelle mit den komischen rutschenden Viechern. Und was ist das? Ein Brief? Wir haben einen Brief gekriegt. Wir haben einen Brief gekriegt. Wir haben einen Brief gekriegt. Ich frag mich nur, von wem? Hallo, wir haben von deiner Poolparty gehört. Finden wir lustig. Wir kommen rüber. Herzlichst, die Zombies. Hä? Oh nein. Ach Mann, was wollt ihr tun? Ihr habt doch keine Chance. Oh oh. Oh oh. Er hat wohl eine Chance. Alter. Oh. War das knapp. Oh, ist das cool. Wie der jetzt alles mit Feuer zugeböllert wird. Mein Traum wird wahr. Oh, ja. Das mag Manuel. Wie ich aber auch kein Eisteil bekomme. Warum? Die Eisteile sind nämlich auch der einzige Grund, warum ich hier eine Lücke gelassen habe. Denn wenn die von den Feuerdingern stehen, sind das die einzigen, die nicht beeinflusst werden. Und das wollen wir ja. Was baue ich denn jetzt? Ich habe langsam Platzprobleme. Oh, ein Fetti. Zack. Was zur Hölle geht denn hier gerade ab? Ich platziere jetzt einfach alles. Ein Pilz? Wasserpflanze, die über kurze Entfernung Sporen verschießt. Das sieht aber sehr nach Tag aus. Wird's jetzt Nacht oder? Oh. Scheiße. Früher nannte man mich Nebelmann. Weißt du? Weil ich mich immer im Nebel versteckt und dann die Leute erschreckt habe. Ja. Ach, das waren noch Zeiten. Hey, was bist du denn für einer? Hä? Oh nein. Das wird richtig nervig. Man merkt voll, wie der Meerpilz, den ich hier gerade gesetzt habe, einen etwa doppelt so langen Cooldown hat wie der kleine Fratz. Ein bisschen schade. Ich dachte, der wäre genauso gut. Nein! Ey! Ich habe doch kein Geld für irgendwas anderes. Bitte! Hab doch Erbarmen! Nein, 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 nein. Hör auf. Töte ihn bitte. Noch habe ich kein Geld. Ja, ach, danke. Du bist echt der Beste. Hä? Du bist ja cool. Oh, er ist tot. Und da kommt einer durch. Scheiße. Mach den mal weg, bitte. Oh, das war schon. Okay, dann mache ich dich auch weg. Oh, guten Tag. Gut, dann kommt da der Eisfratz hin. Ich weiß, etwas sehr gefährlich, aber... Oh, oh nein, der schafft das nicht. Das war echt dumm. Das war so dumm. Das war richtig dumm. Bitte, mach irgendwas. Irgendwas. Böllert ihm beide.
Ja, genau. Er ist super langsam. Er schafft es niemals, oder? Arm verloren. Nein! Oh Gott, jetzt ist er tot. Ich muss den doch so weit vorne platzieren. Wegen dem Zunderholz. Eine riesige Welle. Ja, aber ich habe ja noch gar nichts. Was mache ich denn jetzt? Ich pack den mal hier hin. Das wird richtig gefährlich. Okay, Planänderung. Da kommt Nice wie hin. Da ist der Typ auch gerade schon umgekippt. Sehr schön. Es wird knapp, aber je mehr Zeit vergeht, desto mehr Sonnenenergie bekomme ich. Und jetzt gleich habe ich genug Geld für den... Oh nein, Triplinator, ich schaff das nicht. Alter, mach doch mal was für dein Geld. Hilfe. Der eine ist tot, aber der andere ist noch voll. Alter, was tue ich jetzt? Bitte noch ein bisschen... Der geht durch, der wird ihn zerstören und dann weine ich. Der eine ist noch gestorben, aber der andere ist noch voll okay. Er geht durch. Ach man, schade. Und... Flupp. Ach, das war der letzte. What? Eine Laterne. Beleuchtet ein Gebiet und lässt dich durch Nebel sehen. Also, das ist schon cool. Aber bei meinem Platzproblem würde ich das eher nicht mitnehmen. Laterne aktiviert. Ah, cool. Also brauche ich zwei. Und das kostet ja auch so gut wie nichts. Aber die kann natürlich auch weggegessen werden. Und da kommt gerade irgendwer durch. Was soll denn das? Könntest du mal weggehen? Oh, und der wird auf jeden Fall durchböllern. Ich brauche ein bisschen mehr Geld. Oh, oh. Nein. Och, Mann. Tu mir das nicht an. Warte, hier, schieß den bitte von da an. Und dann mache ich davor noch Stacheln. So. Dann können wir mal schauen, wie stark das ist. Was? Du bist jetzt schon tot? Also kein Plan, wie lange jetzt der eine Typ da drauf geböllert hat, aber das ging echt ein bisschen schnell. Und Laterne Nummer 2. Und jetzt habe ich da oben schon wieder ein neues Problem. Nein, lol, das sehe ich jetzt erst. Oh Gott, ich hasse mein Leben. Ich habe da nicht hingeguckt. Laterne aktiviert. Und ein Stein davor. Dann baue ich jetzt mal... Ach nein, da oben was hin. Bitte, noch ein bisschen. 5 noch. Hallo? Hallo? Komm, wieder ersetzen, genau. Bisschen mehr Zeit kaufen und er ist tot und hat einfach alles in die Luft gesprengt. Warum macht man denn sowas? Nein! Nicht die Laterne. Och, Mann, hier. Nein, da ist ja noch einer. Ich hab's überlebt, Leute. Ja, er ist tot. Und der nächste kommt, als ob. Oh Gott, gib mir doch ein bisschen mehr Geld. Ein ganz kleines bisschen. Ja. Okay. Da unten ist der nächste. Direkt mal einen Eistypen hinklatschen. Dann da ein Eisvieh drauf. Und ein Steinchen dort rechts hin platzieren. Wenn ich jetzt noch ein bisschen Geld bekomme, dann kann ich mir auch den letzten leisten. Noch ein Eisvieh, genau da, wo er gerade hinkommt. Und einen Stein. Und das wird gefährlich. Ja, genau, er hat alles wegge... Nein! Hilfe? Er kommt durch. Ich glaube, ich schaffe das nicht. Ich meine, da sind schon viele Pilze noch im Weg, ne? Kann sein, dass ich es schaffe. Ja, Helm weg. Aber da stehen ja noch 10 Leute drin. Bleib da einfach mal stehen. Okay, noch einer tot. Ich könnte da einen Stein platzieren, dann schaffe ich es auf jeden Fall. Aber ich glaube, ich habe es auch so. Ja. Ein Kaktus? Verschießt Stacheln, die Ballons platzen lassen. Okay. Sind wir jetzt bei Bloons Tower Defense oder was? Okay. Dann bewertet den Part, schaut in die Videobeschreibung, da sind noch ein paar tolle Links. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, bis dann.